Hallöchen. Nun das Thema große Poren, Fluch oder Segen. Und egal wen ich frage in den Hauptberatungen, es kommt wirklich immer dieselbe Antwort. Sie möchten alle kleine, feine Poren haben. Aber ob das so gut ist oder nicht, das können wir ja jetzt mal gemeinsam besprechen. Und bevor wir überhaupt starten mit, was ich euch empfehlen kann, was man gegen große Poren machen kann oder ob sie gut oder schlecht sind, erstmal zur Theorie. Was sind überhaupt Poren? Wie entstehen sie? Und wo kommen sie überall in großen Mengen vor? Also klar, wir haben überall Poren, aber wo fallen sie uns im Alltag am meisten auf? Unsere sogenannten Poren sind Ausgänge der sogenannten Talgdrüsen und in diesen kleinen Poren sind kleine Härchen drin und das ist sozusagen der Ausgang für unseren Talg und da produzieren wir die Feuchtigkeit, der Dreck wird darüber ausgesondert und es ist essentiell wichtig, dass wir Poren haben, also dementsprechend ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm, dass wir Poren haben, denn große Poren bedeutet eigentlich auch nur, dass ihr über diese großen Poren gut entgiften könnt. Menschen wie ich, die eher zu feinporiger Haut neigen, die haben zwar schöne Haut, weil feinporig, man sieht die Pore nicht, aber ich habe das Problem, dass meine Talgdrüsen nicht abtransportieren können. Meine Pore ist so eng, dass wenn ich drücken würde, da würde gar nichts passieren, außer dass ich unten drunter die Haut verletze und die Talgdrüse so ein bisschen angreife und es eigentlich nur noch schlimmer wird und sich alles entzündet. Das bedeutet also, wenn ihr große Poren habt, seid ihr viel, viel schneller wieder reinzubekommen als jemand, der feinporig ist. Also muss man abwägen, was ist besser. Kriegen wir die kleinen Poren schön, schön sauber, indem wir ganz, ganz viel drücken und machen und tun? Oder ist es besser, wir haben große Poren, die wir ordentlich sauber drücken können, ohne Verletzungen eventuell zu kreieren und eben der Körper darüber sehr gut entgiften kann? Und wo tauchen diese Poren am meisten auf? Ganz, 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 ganz viele Poren haben wir im Gesicht, im Dekolleté und am Rücken natürlich. Das ist auch da, wo wir die meisten kleinen, mini, mini, mini kleinen Härchen haben, wo dann halt auch wiederum der Ausgang der Talgdrüse mehr produziert sozusagen. So, aber wie entstehen denn nun so die sogenannten großen Poren? Und zwar ist es so, dass die Talgdrüse natürlich schön viele Fette raustransportieren kann, sich das wie so eine Schutzschicht über unsere Haut legt und diese Schutzschicht auf der Haut ja theoretisch auch drauf bleibt. Das bedeutet, es ist so, es ist wie so ein schmieriger Film. Das merkt man auch gerade, wenn man morgens wach wird und man hat sich abends gereinigt, dass man hier wieder glänzt. Das tun wir fast alle, egal ob trockene Haut oder ölige Haut. Wir alle produzieren Talg über Nacht, weil unsere Haut über Nacht entgiftet. Das bedeutet, diese Schutzbarriere legt sich drauf, was ja generell erstmal gar nicht so schlecht ist von der Haut. Wenn wir aber zu viel davon produzieren und das auch nicht wieder neutralisieren, entstehen eben auch Pickel. Ansonsten auch ein ganz wichtiges Thema, was unterschätzt wird, warum noch so eine große Pore entstehen kann. Ich glaube, ihr habt es schon ein paar Mal bei mir gehört, die Kollagenanregung ist enorm wichtig und Sonnenschutz auch. Und warum ist das so? Unsere Pore wird gestützt von so kleinen Fasern und von Kollagenfädelchen, wie so ein kleines Gerüst, was aufgebaut ist. Und dieses Gerüst stabilisiert sozusagen unsere Pore. Wenn das jetzt ins Ungleichgewicht gerät, weil Kollagen abbaut, durch das Alter, durch Stress, oxidativer Stress, durch Sonneneinstrahlung, dann baut das Ganze ab, knickt so ein bisschen ab und die Pore wird weiter, weil sie wird ja nicht mehr gestützt. Das ist halt so, okay, das Bindegewebe im Gesicht lässt nach, die Pore wird größer. Deswegen sehen wir auch häufig ältere Leute, die sich nicht gut reinigen und sich nicht gut gepflegt haben mit Sonnenschutz, dass die vergrößerte Poren bekommen. Gerade hier in dem Bereich, wo die Sonne am ehesten draufkommt, die Nase, überall da entsteht das nämlich ganz gerne. Das bedeutet also, wenn unsere Kollagenschicht nicht gut, also unsere Kollagenbildung nicht gut ist, und auch die Elastizität unserer Haut nachlässt, dann wird die Pore einfach größer. Und das unterschätzen unfassbar viele Menschen. Ich unter anderem früher auch. Mittlerweile ist für mich Sonnenschutz das A und O am Tag. Und was kann man denn nun dagegen tun? Also ganz wichtig, Punkt 1, es gibt keine Creme derzeit, die die Pore kleiner machen wird. Das gibt es nicht. Es gibt verschiedene Prozesse, die das Ganze begünstigen können. Wichtig ist natürlich auch da, dass man eben die Kollagenbildung wieder anregt, so eine kleine Yoga-Einheit fürs Gesicht macht. All das kann eben unheimlich unterstützend für die Haut wirken. Aber ganz wichtig, es gibt kein Hausmittel, was die Pore komplett schmalern wird. Das ist ein langer Prozess aus mehreren Faktoren. So, wir starten mal mit ein paar Tipps und der eine Tipp ist schon mal ziemlich, ziemlich cool und zwar, wenn ihr eine richtig, richtig ölige Nase habt und ihr habt wirklich doll mit Mitessern zu tun, dann versucht doch mal, die Nase nicht einzucremen.
Klingt komisch. Ihr werdet auch auf der Nase keine Falten bekommen. Also ich habe selten einen Menschen, ich glaube, ich habe auch nie einen Menschen gesehen, der Falten auf der Nase hat. Drumherum ist eine andere Geschichte, aber wir reden jetzt mal wirklich hier von punktuell auf der Nase. Wenn ihr richtig doll ölige Haut habt und erweiterte Poren im Nasenbereich, dann versucht einfach mal die Nase nicht mit einzucremen. Klingt echt komisch, aber kann einiges bewirken. Wichtig aber, ihr müsst ölfreien Sunblocker benutzen. Das heißt, wenn ihr rausgeht am Tage, benutzt Sonnencreme. Die auch bitte auf der Nase, das ist nämlich sogar richtig sinnvoll, weil wir hatten es ja gerade schon, dass die Sonneneinstrahlung, UV-Strahlen unsere Hautalterung begünstigen, Kollagen abbildet. Wir hatten es gerade, sprich die Pore wird wieder weiter. Und wenn sie geschützt wird mit ölfreiem Produkt, kann das Ganze ja schon mal positiv sich auswirken. Dann noch so ein wichtiger Tipp, wo wir doch gerade beim Eincreme sind. Es ist unfassbar wichtig, dass ihr nicht mit fettigen und öligen Konsistenzen an eure Haut geht, wenn ihr zu fettiger Haut, großporiger Haut, Akne, Pickel neigt. No way, keine Tiefenfeuchtigkeit, also keine öligen Sachen. Es ist ja gerade in aller Munde hier mit dem Gua Sha Stein und Ölmassage. Ich liebe das auch, versteht mich nicht falsch. Und ich habe unreine Haut. Was ich aber mache, wenn ich es gemacht habe mit dem Öl, ich wasche es mir danach wieder runter. Es ist zwar sehr, sehr schade um das Produkt, weil die Produkte sind auch nicht gerade ganz günstig, aber sie tun meiner Haut nicht gut. Für die Massage ist es okay, für den Moment auch in Ordnung, aber danach muss das Öl wieder runter. Ich kenne jemanden und ich weiß nicht, ob sie sich auch gleich angesprochen fühlt, die hat sich mit Hanföl eingeschmiert. Generell für trockene Haut vielleicht gar nicht so übel. Aber für ölige Haut, es fühlt sich schön an, aber letztendlich wird es deine Pore nur noch weitermachen. Das bringt dir gar nichts. Deshalb ganz, ganz wichtig, keine fettigen, öligen Konsistenzen in dein Gesicht. Und ein ganz wichtiges Thema, Mineralöle. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon mitbekommen habt, dass Mineralöle nicht gerade so sonderlich förderlich sind für super schöne Haut. Leider, leider, leider ist es in sehr, sehr, sehr viel Make-up und Kosmetik drin. Warum? Es ist günstig, es macht das Ganze geschmeidig, es sieht auf der Haut erstmal gut aus, aber was es macht, es verstopft eure Poren. Das bedeutet, wir müssen ganz, ganz dringend aufpassen, dass wir keine Mineralöle in unser Gesicht klatschen. Auch da wieder das, abgesehen davon, dass Mineralöle eh schon schlechte Öle sind, es verstopft eure Poren. Deshalb auch ganz wichtig, geht niemals, egal wie müde ihr seid, egal wie spät es ist, egal, mit Make-up ins Bett. Es ist Gift für eure Haut. Eure Haut kann nicht atmen, kann nicht entgiften in der Nacht, weil die Pore ist zu. Was soll da rauskommen, wenn da was mit Silikon draufgeklatscht ist? Das wird nicht funktionieren. Und ganz schrecklich ist, das ganze Make-up und die ganzen Giftstoffe sind auf eurem Kissen und ihr legt euch am nächsten Tag wieder in dieses Bett. Und will man das? Will man das wirklich? Das ist echt eklig. Und jetzt kommen wir zu meinem aller coolsten Thema, denn das betrifft, da sieht man jetzt auch wieder, dass mein ganzes Thema auf meinem Profil ein Kreislauf ist. Warum ist es ein Kreislauf? Denn auch das, was wir in uns hineingeben, wirkt sich auf unsere Haut aus. Ich bin laktoseintolerant, wie gefühlt 80% der Menschheit. Warum? Weil die Kuhmilch, die ist nicht für uns gemacht. Da sind Wachstumshormone drin, die unsere Haut nicht gut tun, die unserem Körper nicht gut tun. Und es ist erwiesen, dass das Entzündungsprozesse begünstigt. Und mir ist auch aufgefallen, deswegen hatte ich auch in ein paar meiner Stories schon gesagt, dass ich versuchen möchte, komplett von Milchprodukten wegzukommen. Und oh mein Gott, ich liebe Milchprodukte. Ich suche mir jetzt Alternativen und ich habe jetzt schon gemerkt, jetzt kommen die ganzen Pickel raus. Also ihr seht hier, leuchte ich ja auch gerade auf. Aber weil mein Körper jetzt diese ganzen Wachstums- und Botenstoffe und Entzündungsstoffe ausscheidet. Ist ein komisches, ekliges Wort, ist aber einfach Fakt. Also Kuhmilch kann auch zu Akne führen. Das ist erwiesen von Studien, dass Kuhmilch für unseren Organismus nicht geeignet ist. Und das hören die wenigsten leider sehr, sehr gerne. Oder hören die wenigsten, die wollen es nicht hören. Und wenn wir schon bei den Hormonen sind, weil das die Enzyme ja verändern und der Insulinspiegel steigt durch Kuhmilch, machen wir doch mal direkt weiter mit anderen Hormonen, und zwar mit dem Cortisol. Und auch da habe ich schon einige Posts zu gemacht. Stress übt sich oder zeigt sich auch an unserer Haut. In meinen Hautberatungen werdet ihr auch immer, immer, immer gefragt, was denkst du denn, wie hoch ist dein Stresslevel? Da kommt immer die Frage, warum ist das denn bitte relevant? Weil der Cortisolspiegel ist auch ein Hormon. Cortisol ist ein Hormon. Und was tut das, dieses Hormon? Es
möchte natürlich die Botenstoffe und Giftstoffe aus uns rausbekommen. Und wie macht es das? Über unser größtes Organ. Und unsere Haut reagiert auch darauf. Schon mal was davon gehört, dass Neurodermitika auch teilweise in Stresssituationen extreme Ausgangsschübe bekommen am Körper, am Kopf, egal wo, durch Stress. Und das ist wieder das Cortisol. Also letztendlich ist es ein Kreislauf. Ich sage es immer wieder, wenn ich gefragt werde, was ist denn eigentlich dein Content? Genau das. Das Thema Haut wird durch so viel beeinflusst. Und nicht nur die Kosmetik ist dabei wichtig, sondern auch, was tun wir mit uns und unserem Inneren. Dann ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ich habe so ein, zwei Kunden, die auch bei den Poren, dazu gehört halt auch einfach ganz oft eine Akne, die früher oder später mal da war. Und mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, arbeitet nicht mit so ausgetrockneten Sachen, denn das ist für mich auch so ein Ding, was ich immer und immer wieder predigen muss. Nur weil ihr denkt, ihr habt ölige Haut und fettige Haut und habt deswegen dieses ganze Problem, heißt das nicht, dass ihr jetzt irgendwas zu Clearasil oder ähnlichem greifen müsst oder zu Anti-Akne-Geschichten, die eure Haut austrocknen. Eine Vielzahl von den Leuten sagen am Anfang, wow, funktioniert, aber dann im Nachgang will der Körper ja wieder mehr Teig produzieren, um die Haut wieder zu befeuchten und zu schützen. Und der ganze pH-Wert in deiner Haut ist eigentlich komplett ruiniert. Und damit möchte ich keine bestimmte Firma angreifen. Aber Clearasil ist in diesem Falle einer dieser Produkte, die für Akne bekannt ist, dass sie da gut funktioniert, aber eben auch austrocknend wirkt. Und auch generell die Angst mit dem Pille absetzen oder ähnliches. Das alles sind hormonelle Geschichten. Es kann sein, dass ihr nach dem Pille absetzen ausbrechen werdet, weil euer Hormonspiegel sich erstmal wieder regenerieren muss. Östrogen, Progesteron, all so eine Geschichten, das muss sich erst wieder regulieren und da müsst ihr eurem Körper Zeit geben. Deswegen ganz, ganz wichtig, nicht mit so aggressiven Dingen rangehen und wenn es gar nichts hilft und alle Tipps den Bach runtergehen, dann ist immer noch der Hautarzt da, der euch helfen kann. Also bei schlimmer Akne ist es auch da wichtig, dass ihr drauf hört und guckt, was euch eine Hautberatung sagt. Denn auch wir können euch nicht immer helfen. Mir ist es nur wichtig, dass ihr bitte keine eigene Regie macht und irgendwie in die Apotheke geht und irgendwelche Tinkturen euch kauft, die vielleicht sogar eure Haut nur noch mehr schädigen und im Nachgang noch mehr Talg produziert wird. Und jetzt kommen wir zum pH-Wert. einige von euch wissen, dass ich den pH-Balance-Toner wirklich liebe. Und ich kenne da noch jemanden, ich glaube, der wird sich jetzt auch angesprochen fühlen, der mir immer wieder sagt, oh, der pH-Balance-Toner, ach, ich will ihn eigentlich weglassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt mir nichts. Das ist auch nichts, was ihr sofort merken werdet. Das ist etwas, was eure Haut einfach wieder auf so einen Nullstand bringt, auf ein pH-neutrales Gebiet, weil durch Umwelteinflüsse, oxidativer Stress, durch das Reinigen der Haut veränderst du ja was vom pH-Wert. Deswegen ist es super wichtig, dass du mit pH-neutralen Dingen arbeitest oder zumindest dein Tonic am Ende wieder das Ganze neutralisiert. Es ist sehr, sehr wichtig und das Tonic ist nicht zu unterschätzen. Es ist kein Abschminkprodukt, bitte, es ist kein Abschminkprodukt. Wenn ich frage, was ist ein Toner, kommt zu 100% die Nachricht, benutze ich, um mich abzuschminken. Nein, dafür ist es nicht da. Und nun kommt der Teil, der uns allen nicht gefällt. Fast Food. Ich muss es ansprechen, es gehört nun mal dazu zum Thema. Wir alle wissen, wenn wir mal eine Pizza zu viel essen, was passiert. Ich schließe mich nicht aus. Ich esse auch gerne mal Schokolade. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das getan habe, kommt mich sowas hier besuchen. Dann bin ich selber schuld. Der Körper entgiftet. Und das tut er nun mal über die Pore. Hatte ich ja schon jetzt gefühlt 100 Mal gesagt. Also, wichtig, achtet mal auf eure Haut, wenn ihr mal so einen Burger King-Besuch hattet. Oder ihr habt Pizza gegessen. Oder Chips. So eine Dinge einfach. Achtet mal drauf, was eure Haut ein, zwei Tage später macht. Bekommt ihr einen Pickel? Ölt ihr vielleicht sogar mehr? Beobachtet es einfach mal. Und bitte, bitte, bitte hinterlasst mir da mal in den Kommentaren, ob ihr was gemerkt habt. Und nun schließen wir den Kreis mal so ein bisschen. Denn das nächste Video soll ein Video über Peelings werden. Und das ist nämlich extrem wichtig. Und warum das so wichtig ist, werdet ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video erfahren. Aber dennoch, Peelings sind wichtig, um die Poren so ein bisschen zu entlasten. Weil wenn sich da fette Öle, Talg drauflegt, kann einfach nichts in eure Poren mehr eindringen und auch nicht wieder rauskommen. Ganz wichtiges Thema, da gehen wir dann nochmal auf den Peeling-Bereich ein, sobald ich mit dem Video da auch fertig bin. Aber Peelings sind eine gute Sache, um eurer Haut zu helfen, zu entgiften und die Pore ein bisschen schmalern zu können. Und die Kollagenbildung wird auch ein bisschen angeregt durch die Reibung. Jetzt kommt noch ein Tipp, den ich mir bei einer YouTuberin abgeschaut habe. Und zwar
Kennt ihr diese Paper, diese Ölpaper fürs Gesicht, wenn man sich geschminkt hat, dass man es nochmal so ein bisschen abtupfen kann? Das ist eine geniale Sache eigentlich, weil die meisten neigen dazu, ihren Pinsel mitzunehmen und am besten noch das Puder reinzugehen und übers Gesicht zu gehen. Meistens gehen sie, nachdem sie über ins Gesicht gegangen sind, nochmal da rein. Sprich, sie würden dann ja auch wieder Bakterien in ihrem Gesicht verteilen, in den Pinsel und wieder in das Puder reingehen. Das heißt, wir haben hier einen bakteriellen Herd, der immer, wenn wir wieder mit dem Pinsel arbeiten, und sind wir ehrlich, wir alle waschen unsere Pinsel nicht jeden Tag. Ich versuche es, wenn ich denn mal Make-up trage, dass ich dann auch den Pinsel gleich danach reinige. Aber der Großteil der Menschheit macht das nicht und ich weiß das, weil ich habe in der Kosmetik gearbeitet und weiß ganz genau, wie Kunden mir antworten und sagen, Pinsel reinigen? Ich kaufe mir irgendwann halt einen neuen Pinsel, wenn der all aussieht. Aber wie viele Bakterien in eurem Pinsel drin sind, weil eure Teigproduktion ist ja Giftstoffabtransport und ein Schutzfilm auf eure Haut. Und wenn ihr natürlich nachschwitzt nach dem Make-up und dann immer wieder über diese Schicht drüber geht, wow, jetzt fänge ich schon hier an, so richtig in Fahrt zu kommen, dann haut ihr euch jedes Mal wieder die Bakterien auf eurem Gesicht, in eurem Puder, in euren Pinsel. Und am nächsten Tag, wo ihr eigentlich denkt, geil, ich habe ja schöne Haut, haut ihr euch das wieder rauf auf eure gesunde, gereinigte Haut. Unbedingt drüber nachdenken, ob ihr das noch weitermachen wollt. Deswegen holt euch lieber so ein Tücher oder nehmt doch von mir gerne ein Taschentuch und tupft mal kurz ab, damit es einfach nur nicht mehr so stark glänzt. Aber es gibt diese Paper extra für Make-up-Leute, ich schmink mich ja selten, wo ihr das so abtupfen könnt. Ich weiß nicht genau, Transparent, Antitransparenz-Puder-Paper. Ich werde euch mal was raussuchen dazu, wie die aussehen und euch hier einfügen. Aber das fand ich einen mega coolen Tipp, denn ich leide nicht darunter, hab's deshalb nicht, aber hab's mir abgeschaut und mich informiert und finde das viel, viel klüger, als immer mit dem Puder nachzupudern. Ja, und das ist erstmal so der Abschluss zu dem Thema Poren, Fluch oder Segen. Sie sind halt von der Genetik auch vorgegeben. Natürlich verändern sie sich im Laufe der Jahre durch die Elastizität, durch Kollagen, durch oxidativen Stress, durch UV-Einstrahlung und. Und weil wir auch ganz gerne mal mit den Nose-Strips arbeiten, kleiner Fun Fact, dadurch werden die Poren noch größer, weil wir ziehen dran und erweitern sie wie so ein kleines elastisches Band und auch das leiert irgendwann mal aus und dementsprechend würde ich sagen, lasst die Finger weg von Nose Strips, arbeitet lieber mit Mineralerde, ähnlichen Produkten, mit Zink, solche Geschichten, die einfach mal so ein bisschen was für eure Haut auch tun, als sie immer nur zu stressen, denn wir neigen auch dazu, immer wieder den hier zu machen und somit machen wir die kleinen Muskelfasern um die Pore drumherum. Ja, leider so ein bisschen kaputt. Und das muss man einfach ganz, ganz, ganz klar sagen. Also deswegen an sich, große Poren sind keine schlechte Sache. Ihr könnt besser die Gifte und Talke abtransportieren als wir feinporigen Menschen. Ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ich bin sehr feinporig hier in dem Bereich. Habe richtige kleine Verkapselungen unter der Haut, weil da der Talg nicht abfließen kann. Auch da gibt es Unterschiede natürlich. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt das bitte gerne alles unten in die Kommentare rein. Dann kann ich da auch nochmal ein extra Video drüber machen. Keine Panik zum Thema Insulin, Cortisol, Hormone, wie sich das auf die Haut ausübt, werde ich auch nochmal ein Video irgendwann machen. Das nächste Video wird auf jeden Fall noch ein Video sein zum Thema Peeling. Wie können wir die Haut unterstützen? Wo können wir ansetzen, um der Haut was Gutes zu tun? Denn auch da muss man natürlich schauen, dass wir der Haut mal so ein bisschen Zeit zum Atmen geben. So, und ganz wichtig, was mir geholfen hat. Also ich spreche auch immer total gerne von den Dingen, die mir geholfen haben. Und ich habe damals angefangen, mit meiner Partnerfirma zusammenzuarbeiten, nur aus einem Grund, und zwar, weil ich von der Lumi so überzeugt war. Warum denn? Weil ich habe ja schon erwähnt, ich habe ganz, ganz schmale, kleine, feine Poren und da konnte ich drücken und machen, was ich wollte. Ich habe in einem Kosmetikstudio gearbeitet, meine Chefin und meine Kollegin haben mich öfters ausgereinigt und es hat einfach nichts gebracht. Im Gegenteil, es kam immer nur noch mehr und die waren entzündet danach und es hat mir einfach nichts gebracht. Dann hat mich eine Freundin auf die Lumi aufmerksam gemacht und ich dachte mir so, okay, komm, ich habe schon alles durch, warum nicht, probieren wir es mal. Und es hat mich überzeugt, diese sanfte Reinigung durch diesen Drehkopf, weil es eine Art pumpender Effekt ist für die Pore und es frei gepumpt wird über mehrere Tage, Wochen, denn diese Teigeinlagerung, diese Verkapselung in meinen Poren, die feinporig sind, wurden dadurch gelockert. Und der Fun Fact ist einfach, dass die Lumi zusätzlich wie so eine Yoga-Einheit für mich funktioniert. Also nicht nur für mich, sondern für viele Menschen. Und ich muss echt sagen, in der ersten Zeit wurde meine Haut schlechter. Und ich dachte so,
was soll das? Aber logisch, die Verkapselungen haben sich gelöst. Die Poren konnten wieder ein bisschen mehr arbeiten, weil auch da die Kollagenbildung angeregt wurde. Und wir hatten ja eben schon das Thema, warum sind Poren weit oder eng oder hm? Weil sie, ich bin ein sehr, sehr, sehr verspannter Mensch im Gesicht. Wirklich sehr verspannt. Und die Poren und die Kollagenbildung ist so tight bei mir, dass da nichts abtransportiert werden kann. Deswegen seht nicht immer alles schwarz oder weiß. Es gibt auch ein Grau dazwischen, was auch super sein kann. Und für mich hat die Lumi extrem gut funktioniert aus diesem Grund, weil es eben all diese Dinge vereint. Sprich, die Pore wird gereinigt durch die pumpende Drehfunktion der Lumi, weil die Pore freigepumpt wird. Gleichzeitig durch das Pumpen wird hier die Kollagenbildung und auch die kleinen Faszien wieder angeregt, um wieder mehr Stabilität für den ganzen, ja, für die ganze Haut zu bilden. Und das ist ein absolut wichtiger Fakt hierbei, dass wir da halt auch mit der Lumi mit einem Gerät mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten können. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Reinigung dabei sein muss. Also deswegen nur kleiner Reminder daher, was noch so ein Tipp wäre, warum die Lumi für uns so ein Gamechanger ist. Also für mich war es ein extremer Gamechanger und ihr könnt gerne mal bei meinen Haut-Highlights schauen, wie krass schlimm meine Haut war und wie sie jetzt einfach aussieht. Also ich habe jetzt noch nicht mal Make-up drauf. Klar, ich habe was auf den Augen, also sprich Wimperntusche und einen Lidstrich, aber ich habe nichts weiter im Gesicht. Deswegen seht ihr ja auch hier meinen kleinen Freund. Aber ich habe nichts mehr weiter. Mal hier und da ein Pickel. Klar, hormonell bedingt kommen da auch immer wieder welche. Und da will ich auch nicht von den Leuten hören, hey, jetzt eure Sachen haben nichts gebracht, deine Sachen haben nichts gebracht. Es gibt immer noch diesen großen, großen Konsum von Hormonen in uns drin, der verflucht viel mit unserer Haut anstellt. So, gleiches Outfit wie im letzten Video, weil ich gleich im Anschluss das Thema mit den Peelings ansprechen wollte, das ich ja schon geteasert habe beim Thema große Poren, kleine Poren, Fluch oder Segen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, dann guckt doch gerne mal bei IGTV rein, dann seht ihr auch das Thema nochmal im selben Outfit mit mir und meiner Ehrlichkeit. Was gibt es denn für Peelings und warum sind sie so wichtig? Also ganz, ganz klar ist, ich glaube, jedem ist bewusst, es gibt ein Peeling und was es mit einer Haut machen kann. Ich denke zumindest, dass das einige wissen. Und wenn nicht, dann werden wir das jetzt auch mal noch mal so ein bisschen aufklären. Denn auch da gibt es verschiedene Dinge, die wir beachten müssen.